Hier ist wieder das mit YouTube. Heute mal ein ganz, ganz kurzes Video. Und zwar geht es um Darts, die ihr bedrucken lassen könnt. Die nachher gezeigten Darts mit Aufdruck habe ich auf NF-Strike bestellt. Da gibt es zig verschiedene Darts, die ihr euch aussuchen könnt. Mit verschiedenen Köpfen, mit verschiedenen Logos, die dann nachher euch draufdrucken könnt. Also da gibt es eine Vielfalt ohne Ende. Und das Ganze kostet dann ungefähr, ja, ich sag mal, für 3000 Darts 81 Euro. Und der Versand ist eigentlich dann relativ günstig. Ihr schreibt aber am besten den Verkäufer an F-Strike an, wenn ihr jetzt spezielle Wünsche habt. Und dann könnt ihr euch mit dem dann die Sachen zusammen aussuchen. Wer Interesse hat, der Link dazu steht im Textfeld und im Video. Solche Darts hatte ich schon mal in Händen gehabt, einfach bestellt und da war dann so ein Aufdruck drauf. Und da habe ich damals gedacht, das wäre doch cool, wenn man zum Beispiel seinen YouTube-Namen draufdrucken könnte, den Namen von seinen Kindern oder sonstige, was weiß ich, Grüße oder ja, Nachrichten. So, jetzt habe ich das Paket bekommen. Ich zeige es mal gerade, es müssten 3000 Stück sein. Und ich hatte mir ja, die AccuStrike Darts von Nerf als Kopie bestellt. Seht ihr? Sieht gleich aus. Ja, das Köpfchen ist ein bisschen, müsste ein bisschen anders vielleicht sein. Und die sind minimal ein bisschen kürzer, also minimal. So, die gibt es ja sowieso zum Nachkaufen. Das sind jetzt auch nochmal die AccuStrike Kopien als komplettes Paket. Und hier steht jetzt halt mein YouTube-Name mit drauf. Seht ihr? Der Test Michel. Das ist nur hier auf der, ja, wenn man so sieht, auf der linken Seite. Ansonsten ist der nicht nochmal zu finden. Und von der Idee her finde ich das halt cool. Da gibt es ja zig verschiedene Darts, die ihr auswählen könnt. Also Dart-Typen und zig verschiedene Schriften in allen möglichen Farben. Und ich wollte es halt mal zeigen, weil es halt ja, eine interessante Idee ist, wenn man sowas seinem Sohn mal als Überraschung schenken will. Natürlich nicht ganz teuer, nicht ganz billig. Normalkosten, ja, es kommt immer darauf an, was man für Darts kauft. 100 Stück von den, wie sagt man, Nerf-Kopien, ich habe sie China-Darts genannt, kosten ungefähr 3,50 Euro. 100. So, wenn das mal 10 rechnet, da hättet ihr 1000 für 15, dann wärt ihr bei 45 Euro für 3000 Darts. Ich weiß gar nicht, ob die auch weniger liefern. Also wenn man sagen würde, ich will nur 1000, ich glaube, Mindestbestellmenge müsste 3000 sein. Müsste aber nochmal nachfragen. Der Druck, ich glaube, das waren 30 Dollar nochmal. Und natürlich dann kommt wohl der Versand mit dabei. Deswegen halt der hohe Preis in Anführungsstrichen. Jo, habt ihr mal gesehen, wollte ich euch gezeigt haben. Das war wieder der. Und dann sagt man tschö, bis zum nächsten Mal.